Puh, ein Glück, dass wir das noch geklärt bekommen haben. Ryder hat sich die Loyalität von Jarl verdient. Die Rang 6 Fähigkeiten von Jarl sind jetzt freigeschaltet. Dann vergebe ich die doch direkt mal. Energieentzug. Verbündete Schilde wiederhergestellt oder 30 Schaden und 50 Schaden gegen Schilde. Das ist jetzt mein Schildspezialist. Haftgranate mache ich auch auf Stufe 6. Gegen Schilde. Jetzt hat er eine Fähigkeit gut gegen Schilde und eine Fähigkeit gut gegen Panzerung. Kräfte, Waffenschaden, Kräfteschaden. Er soll viel mit Kräften kämpfen. Geltungsschaden, Vergeltungsbonus gegen Schilde. Gesundheitsschwelle. Nee, das finde ich besser. So, und jetzt haben wir noch 5 Punkte frei. Die kann ich noch in Racheangriff skillen. Perfekt. Dann gehen wir mal zurück aufs Schiff. Wer bist du? Sehen Sie sich ruhig um. Ach, du hast Panzerungszeug. Hast du gute Verbesserungen? Ausbalancierte Feldspulen. Biokonverter. Das sind meine Objekte. Du hast gar nichts. Ist voll langweilig. Zurück zur Tempest. Wo ist sie? Da. Ich könnte auch die Schnellreise nutzen. Aber das Stückchen Weg können wir eben gehen. Das war gerade echt sehr kritisch. Ne, ich weiß nicht, wenn ich. Ich weiß nicht, ob ich abgedrückt hätte, wenn ich mehr Zeit zum Überlegen gehabt hätte. Ich glaube, wenn ich mehr Zeit zum Überlegen gehabt hätte, dann hätte es gut passieren können, dass ich mich dann doch zum Abdrücken entscheide, weil es mir zu risikoreich Verlassen wir ist. Tabal. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Glück gehabt. So ist er sämtliche Unterstützung der Roker losgeworden. Und vielleicht lösen sich die Roker jetzt ja auf. Ich denke, sie werden immer noch ein Problem sein, weil fanatische Idioten gibt es genug. Aber naja, kein Betreff von Axul an Ryder. Mensch, blinder Hass ist ebenso gefährlich wie blindes Vertrauen. Ein altes angaranisches Sprichwort. Eines von vielen, die ich auf meinem Weg vergessen habe. Dies ist keine Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Alien ansehen kann, ohne Hass zu empfinden. Aber was ich Jarl angetan habe, war falsch. Daher muss ich es versuchen. Schön. Das ist der bestmöglichste Ausgang, den wir, glaube ich, hätten kriegen können. Aber ich wette, dass sich Jarl gerne nochmal mit mir darüber unterhalten würde. Oder? Ist Jarl denn? Ist Jarl wieder bei Lucio? Irgendwo sind die bestimmt. Ich finde euch. So. Jarl. Hier ist Cora. Hier ist auch niemand. Okay. Wo sind die denn alle? Ist total leer hier. Hier ist ja wirklich niemand. Drake. Etwa, wo ist Jarl? Ich bin verwirrt. Ich war doch jetzt eigentlich überall. Wird das hier irgendwo angezeigt, wo der Typ steht? Jill, Drake, Vetra, PB, Kello, Suvi, Kaur, Liam, Jarl. Ach,
die sind in diesem Zwischengang unten. Sagt das doch einer. Kann ich sogar den Aufzug benutzen, der ist eh gerade oben. Die geht ein bisschen schneller als die Leitern, glaube ich. Zumindest habe ich das Gefühl, dass er schneller geht als die Leitern. Na? Hey. Hallo, Ryder. Was macht die Gesichtswunde? Die Narbe wird bestimmt sehr beeindruckend sein. Immerhin etwas. Narben machen Männer interessant, ne, Jarl? Sie werden also noch mehr wie ein harter Kerl aussehen. Und noch anziehender? Ohne Zweifel. Sie sehen doch, wie viele Dates Drake hat. Könnten Sie bleiben und noch weiter mit mir reden? Ich würde gerne, aber du hast nichts Spannendes zu erzählen. Bis später, Jarl. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Also bei Jarl haben wir jetzt auf jeden Fall ein Stein im Brett. Was sagst du dazu, Lucio? Pathfinder, Bradley sagt, Prodromos ist wieder auf Kurs. Diese Rokar-Bedrohung hat mich verdammt wütend gemacht. Aber irgendwie habe ich mich dadurch auch gefühlt wie ein Einheimischer. Ich habe etwas arrangiert. Auf Eos. Für alle. Es wird Zeit für mich, etwas zurückzugeben, anstatt von Krise zu Krise zu reisen. Sam hat die Nav-Punkte. Ziehen Sie sich was Leichtes an. Machen wir jetzt eine Beach-Party oder was? Mit Liam nach Prodromos reisen. Komm, dann machen wir das jetzt. Das sind wieder 1-2 Ladebildschirme, durch die wir uns durchquälen müssen. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es hier irgendeinen Mod, der das beschleunigt. Wenn ja, dann hole ich mir den mal, weil das ist echt nervig bis zum geht nicht mehr. Hier, Eos. Ach ja. Flieh, kleines Schiffchen. Das Pisces-System, Heimat von Eos und Prodromos. Heimat von Eos und Prodromos. Und nach Eos wollen wir. So. Das Leichtes haben wir ja an. Landezunder auf Eos. Perfekt. Waffen kann alles so... Ups, Waffen kann genauso bleiben, wie sie sind. Aber ich glaube, ich kann... Ich muss Jarl tauschen gegen Lucio. Perfekt. Dann landen wir mal. Leite Sinkflug ein. Ja, du sagst auch immer dasselbe, Kenno. Die Werte passen. Alles ruhig. Das ist doch schön. So, jetzt ist halt nur die Frage, wo müssen wir hin? Nach dem nächsten Ladebildschirm. Und der Mega-Landesequenz. So. Hä? Ah. So will sich ein Lucy mit uns treffen. Mit Liam nach Prodromos reisen. Ja, wir sind in Prodromos. Mal jetzt Gruppenfoto oder was? Das ist es. Es wird bestimmt großartig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Prodromos ist bereit für die Veranstaltung. Die Begegnung kann losgehen, Pathfinder. Zeit für Zivilklamotten. Es wird heiß. Wie haben Sie das hingekriegt? Ach, man braucht nur einen Ball und ein Feld. Hassel hat das früher in Flüchtlingslagern gemacht.
Damals habe ich's nicht kapiert, aber nach dem Angriff hier und dem Scheiß mit Verans Rettung wollte ich etwas Einfaches probieren. Was denken Sie? Ist mega geil. Wird den Leuten guttun, mal nicht an den Mist da draußen zu denken. Es ist mehr. Ich will sie nicht ablenken. Wie auch. Wenn es um Leben und Tod geht, kann man nie ganz abschalten. Aber hier stehen keine Leben auf dem Spiel. Sie sind hier, weil sie es wollen. Mir war nie klar, wie wichtig das ist. Vielleicht hören wir ja so auf, Fremde zu sein. Sehen Sie das? Freistoß wegen Foulspiels. So lernt man sich kennen. Was ist? Das ist echt eine mega gute Idee. Also der, eins muss man sagen, Liam hier hat immer so Kleinigkeiten, so ganz kleine Ideen, die aber echt weiterhelfen. Und sei es halt nur, dass die Leute, die da jetzt mit den Angaranern Fußball spielen, die lernen mehr über sich und also über die jeweils anderen Spezies. Und außerdem kann man zusammen irgendetwas machen, das Spaß macht. Neben dem ganzen Mist, mit dem man hier sonst zu tun hat. Das ist echt super. Gut, dass wir sie haben. Das können Sie laut sagen. Gleichfalls, Ryder. Sie können echt nerven, aber als Pathfinder. Das verdanken wir Ihnen. Na los, wollen wir mitspielen? Klaro. Klar, der Pathfinder darf doch nicht fehlen. Mal sehen, was sie drauf haben. Nicht viel. Ich bin total scheiße. Hübsch. Nette kleine Überraschung. So, was haben wir denn jetzt noch zu tun? Auf neue Informationen warten. Zu H irgendwas reißen, bringt uns nichts. Nullsystem. Eladen. Nächster Schritt. Kadabra. Eladen. Also wir haben recht viel auf Eladen zu tun. H047C müssen wir aber auch noch. Und ansonsten nach Volt müssen wir, nach Kadabra müssen wir. Ja, wir müssen noch echt viel machen. Weltraumangriff auf nächstes Schiffe untersuchen. Wir müssen auf jeden Fall auf jeden einzelnen Planeten nochmal. Atmosphärenaustritt erfolgt. Also wir haben noch einige Ladebildschirme vor uns. Alle Systeme im grünen Bereich. So, im Null-System. Wo ist denn das Null-System? Da ist Volt, okay. Dann würde ich aber sagen, scannen wir erstmal nach den angegriffenen Nexus-Schiffen. Außer, und dann als letztes gehen wir dann da in Richtung Volt und auf Volt kümmern wir uns dann direkt um den ganzen anderen Kram. Anomalie geortet. Da. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Na dann, nicht reden, hinfliegen. Ein ich scanne nach der Strahlungssignatur. Ein Schiff, das Mineralien transportierte. Okay. Nalisch. Joba. Okay, fliegen wir jetzt noch die beiden Systeme ab, scannen die Nexus-Schiffe und dann geht's auf nach Volt, würde ich sagen.
Jing. Anomalie entdeckt. Dass die Nexus-Schiffe über die komplette Galaxie verteilt sind. Schon seltsam. Ich hätte die eigentlich eher alle in der Nähe vermutet. Okay, die jetzt richtig zerfetzt. Ich grenze die Liste der möglichen Orte jetzt ein. Bald wissen wir, woher die Angriffe gesteuert werden. Und noch einmal fliegen. So, das müsste jetzt der letzte Nachtpunkt sein. Da sehe ich es doch schon. Ups, ich glaube, ich habe den Planeten angeflogen, oder? Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich da etwas hinschießen. Erhalte Scan-Daten. Das ist ein bisschen nah an dem Planeten dran. Ja, das Schiff, das ist ein Menschenschiff gewesen. Das müsste uns eine endgültige Position liefern, Ryder. Ich hab's. Ich schicke Ihnen sämtliche Daten auf Ihr Universalwerkzeug. Kedavra. Das war so klar, dass die in Kedavra sind. Aber wir gehen erst nach Noel. Suchen da nach dem seltsamen Satelliten. Und danach wir wurden gerade von einem weiteren dieser ZK-Tracker angepingt. Versuchen wir nah genug ranzukommen, um ein paar Daten zu erhalten. Wird gemacht. Vor uns ist einer dieser Tracker. Er scheint aktiv zu sein. Okay, gehen Sie es behutsam an. Wir brauchen eine Ursprungsposition. Der sprengt sich doch eh direkt wieder in die Luft. Jo. Mann, diese Selbstzerstörungsmechanismen sind aber auch empfindlich. Einen Moment. Ich versuche, ein Vorhersagemodell auf dieses Fragment anzuwenden. Na bitte, ein gemeinsamer Vektor. Er könnte uns zu einer Ursprungsposition führen. Gute Arbeit. Machen wir uns auf den Weg. Jo, aber vorher müssen wir nochmal nach Volt. Denn wir müssen noch Kram sammeln. Und das kann ich überspringen jetzt. Orbit ist stabil. Ja. Volt ist bisher die Welt, die ich am wenigsten mag. Dieses ganze Eis überall. Nee. Nähern uns der LZ. Irgendeine Art von Bewaffnung hätte ich der Tempest übrigens spendiert. Alleine um durch Asteroidengürtel sich feuern zu können.